Was, Julian? Und das könnte hilfreich sein. Sir, was ist mit Lobe? Bring ihn rein, bring ihn rein! Okay. Da drin sitzt übrigens der Kalenderman. Vielleicht war ich mit der Zelle doch nicht ganz so richtig. Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das kannst du nicht machen! Ich bin der Police Commissioner, verdammt! Lol. Die Show ist vorbei, Jungs. Alter. Übrigens, wem ist, also natürlich ist aufgefallen, wer dieses reptilienartige Vieh ist. Das ist Killer Croc. Allerdings in einer wesentlich jüngeren Variante. Wir haben den ja schon gesehen, wie er aussieht in Batman Arkham City. Ah, der Typ ist tot. Der Commissioner ist tot. Black Mask wird dafür büßen müssen. Oh, da kommen schon die Jungs angelaufen. Wir schaffen hier nie raus. Wir müssen So, nerv mich erstmal nicht, mein Freund. Kriegt erstmal eine dicke Kopfnuss. Und zack. Das war's auch schon, mein Freund. So. Sicherheitskorridor. Was ist das denn da? Was ist das? Ist das ein Tannenbaum? Ach so. Sah erstmal ein bisschen seltsam aus. So, Grafik ist auf jeden Fall komplett auf hoch. Mehr geht nicht. Ich hab dir gesagt, du sollst die Speicherkarte mitnehmen. Du wolltest, dass sie zerstört wird. Und das hab ich gesagt. Besser wär's. Sonst wird das nächste, was zerstört wird, deine Visage sein. Da habt ihr vielleicht auch nochmal gehört, dass das die Stimme von Joker ist. Die Speicherkarte ist beschädigt. Aber ich kann die meisten Dateien wahrscheinlich in der Bathöhle lesen. Okay. Ja, diesmal gibt es wohl auch die Bathöhle. Das finde ich sehr, sehr cool, indem man zwischen den Gebieten umherreisen kann. Coole Sache auf jeden Fall. Wer wollte nicht schon mal die Bathöhle sehen? So. Ah, hier ist eine Leiter. Kommt man hier hin? Irgendwo aufs Dach wahrscheinlich jetzt. Ah, die wollen abhauen. Lol. Hab ich dich doch gewittert? Ich wusste, dass es deiner ist. Oh fuck. Wir kämpfen jetzt direkt gegen Killer Croc? Das ist ja wohl ein Scherz. Alter, was? Okay, ich wusste es. Man kann ihn bestimmt betäuben. Jawohl. Jetzt gib ihm. Oh oh. Alter, was kommt jetzt? Jawohl, wir haben ihn. Vorsicht. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, das war nicht so eine gute Idee. Jawohl, jetzt gib ihm. Ja. Lol. Alter, hat der eine ekelhafte Fresse, wa? Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt gib ihm eine. Oh. Bam, Junge, wie geil sah das denn aus? Nice one. Oh, er holt sich wieder so einen Kanister. Weniger geile Idee. Jawohl. Ich muss hier weg, der wird gleich wieder zu mir hinlaufen. Cool, ey, wie im Schnee die Spuren bleiben, oder? Lol, der macht gar nichts hier. Der wartet ja voll auf uns.
bis wir die anderen platt gemacht haben. Na komm, und jetzt gib ihm einfach. Der Typ hat nichts mehr drauf. Fuck. Komm schon, komm schon. Ja, du Scheißvisage, mein Freund. Ey, du kommst. Hier kommt jetzt dein Futter. Genau, gib dem Reptilien mal erstmal eine Kopfnuss. Lol, Alter. What the fuck? Ja, okay. Ja, meinst du, das ist eine gute Idee, mein Freund? Weiß ich nicht. Tja, das war's für dich. Der Boss, wo will er hin? Mein einziger Boss bin ich selbst. Alter. Zähne, ich will antworten. Warte nur, bis Black Masks Killer dich fertig machen. Welche Killer? Alter, gib dir dem einen. Wie es auch schafft, wird berühmt und frei. Zumindest wird er nicht hässlich sein. Halt! Stehen bleiben, sofort! Du bist verhaftet! Nicht heute Nacht. Ab geht die Post. Es gibt also keinen Batman, hä? Da wäre ich mir nicht mehr so sicher. Habt ihr auch gesehen, wie der einen Killer Croc geschlagen hat? Der ist also nicht mehr ganz so, wie soll ich das sagen, der ist dann auch nicht ganz so gewählt, sondern der haut dir mal richtig auf die Fresse. Sind oh, Stufenaufstieg direkt. Sir? Moment. Beim Erreichen einer neuen Stufe erhältst du einen Verbesserungspunkt. Hiermit können Verbesserungen freigeschaltet werden und Batmans Fähigkeiten und Ausrüstung verbessert werden. Wähle einen von drei Verbesserungskategorien. Das sind vier, oder? Nicht. Nahkampfverbesserung, unterstützte Verbesserung. Nahkampf. Moment. Grundlegende Steuerung. Ach so, das ist nun die Steuerung. Ach so, lol, da kann man sich die nochmal angucken. Unterstützende Verbesserung. Hm, okay. Das können wir noch nicht. Nahkampfverbesserung. Schreite mit Story-Modus vor. Okay. Kampfpanzer. Wir machen auf jeden Fall wie jedes Mal einfach den Kampfpanzer schon mal auf eine nächste Stufe heben wir den. Weil, ja, macht da am meisten Sinn. Nein. Es wird eine lange Nacht, Alfred. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Das behauptet, Black Mask habe Killer auf mich angesetzt. Hm. Tja, hallo Alfred. Das hier ist wohl die Bathöhle, meine lieben Freunde. Das hier ist das Bat Cave. Und Alfred hat es natürlich netterweise für uns ein Weihnachtsessen bereitet, aber das können wir wohl nicht in Anspruch nehmen. So, wir müssen auf jeden Fall, wir sollen was analysieren. Was haben wir hier? Okay. I'm an innocent businessman. Das ist also quasi wie so ein Diagramm, was er sich gemacht hat. Okay. Ich habe ja gesagt übrigens im letzten Teil, dass wir natürlich ein paar Fakten diesmal auch wieder mit dabei haben. Und natürlich rücke ich direkt mal mit ersten Fakten raus, weil wir gerade am Anfang von Gotham, Arkham Origins sind, was ja quasi Vorgeschichte von Batman so ein bisschen ist, von den letzten drei Spielen, letzten zwei. Und zwar, warum heißt Gotham City eigentlich Gotham City? Normalerweise hätte Batman ganz normal in New York City gespielt. Aber damals war das dann irgendwie so, dass die, wie heißt es, dass das dann später die Leute gesagt haben, wir wollen lieber, dass das in einer fiktionalen, also in einer erfundenen Stadt spielt. Und dann hat einer von denen hat eine Geschichte in einem Telefonbuch, hat er Gotham's Jewelry reingeschrieben. Und danach war klar, wir wollen es Gotham nennen, also nach einem Juwelenladen oder was ist der quasi benannt worden. Und sonst hätte Batman ganz normal in New York gespielt und nicht in Gotham. Wobei man ja schon irgendwie ganz gut erkennen kann,
ja, dass eben das New York sein soll, nur halt mit dem Kniff, dass es halt eine fiktive Stadt ist, in der man halt selbst ein bisschen eine eigene Welt aufbauen kann. Naja. So viel dazu. Es kommt natürlich noch wesentlich mehr. Ich habe da noch einiges auf Lager. Was ist das denn hier? Alter, wir können hier aber ganz schön... Achso, das ist der Aufgang zur Gotham Villa. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal hin. Zu Wayne Manor. Okay. Aber jetzt wollen wir erstmal dieses Ding analysieren. Batcave sieht schon awesome aus, ey. Ich hätte auch gern so eine Batcave bei mir irgendwo unter meiner Wohnung. Wer hätte das nicht gerne? So, dann wollen wir mal das Ding hier analysieren. Wir haben ja diese Speicherkarte. Auftragskiller, Sir. Und mehrere davon? Stimmt, genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc. Und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Alles Auftragskiller. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär, Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Oh, yes. Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, hm? Dann versuch doch mal hier... Was zum... Floyd Lawton, alias Deadshot, soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Baczynski nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Oh, ihr Geschick ist unerreicht. Bane, hier in Gotham. Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Sir, auch wenn es wohl offensichtlich ist, aber Ihnen ist schon klar, dass, da wir beide als Einzige die wahre Identität Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn Sie einfach heute Nacht hier bleiben. Sie werden Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bringe sie zum Reden. Okay, freigeschaltete Charakterprofile. Halten Sie das für weise? Ich weiß. Ich gehe da mal gerade durch. Wir haben Killer Croc, den kennen wir ja schon. Sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Ich werde die Sachen jetzt so durchgehen und ihr könnt euch das durchlesen. Bei den neuen werde ich allerdings ganz kurz was erzählen. Jones und einer seltenen genetischen Störung, das kennen wir ja alles schon. Also Killer Croc ist quasi das Reptil. Alter, wir haben jetzt schon voll viele Einträge. Shiva, sehr, sehr interessant, richtiger Name unbekannt. Auftragsmörderin, Standort unbekannt, Augenverbrauen, kennen wir alles schon. Kampfkurs, Kunstgroßmeisterin, unerreichtes Können im direkten Nahkampf. In den Polizeiakten findet sich nur wenig über sie. Doch es gibt Anzeichen, dass Shiva eine der bestausgebildetsten und gefährlichsten Auftragsmörderin der Welt ist. Gerüchteweise wählt sie viel ihrer Ziele schlicht aus dem Grund aus, ihr Können an ihr zu testen. Niemand scheint diesen Test je überlebt zu haben. Die Bedrohung, die sie darstellt, sollte keinesfalls unterschätzt werden. Batman trifft unter anderem mal auf sie und findet sie eigentlich eher faszinierend als nur gefährlich,
weil sie das Ganze zwar auch für Geld macht, aber auch ihm unter anderem Kampfkünste